ist seit wenigen Jahren in der Kirche aufgekommen, dass man uns, den Theologen, verbieten will, in der Öffentlichkeit die Kirche zu diskutieren, ja, sie zu kritisieren. Ich bin deswegen heute hier hingekommen, weil ich es für furchtbar empfinde, dass einer wie Professor Drewermann mundtot gemacht werden soll. Also ich habe das Gefühl, dass sich seit 2000 Jahren nichts geändert hat. Und wenn einer aus den eigenen Reihen oder so mal eine andere Meinung hat, ja, dann gilt das so schnell nichts mehr. Und in der Öffentlichkeit tut mir so weh, dass die Kirche, die da eigentlich vorbildlich sein müsste, sich so unmenschlich irgendwie verhält. Ich bin hierher gekommen, weil ich Hoffnung habe, dass Dr. Drewermann in der katholischen Kirche noch etwas bewirken kann. Und das ist ein Grund für mich, dann auch in der katholischen Kirche zu bleiben und Hoffnung zu haben. Wenn nicht, dann ist ein neuer Tag angebrochen und ja. Ich habe keine Hoffnung mehr, dass diese Kirche von innen raus sich verändert. Willkommen beim Magazin Gott und die Welt. Was diese Menschen so aufgebracht hat, ist ein Ultimatum, das der Paderborner Erzbischof Johannes Joachim Degenhardt dem Theologen und Therapeuten Eugen Drewermann gestellt hat. Bis gestern sollte Drewermann seine kritischen Thesen zu theologischen Streitfragen widerrufen. Ansonsten drohte ihm der Erzbischof mit Lehrverbot und dem Entzug des Priesteramtes. Von einem Widerruf Drewermanns ist heute nach Ablauf der Frist nichts bekannt. Allerdings hat er letzte Woche seinem Bischof einen Brief geschrieben und darin die umstrittenen Thesen klargestellt. Ob das dem Erzbischof genügt, von den angedrohten Maßnahmen abzusehen, das werden die nächsten Tage zeigen. Thema unseres ersten Beitrags. Außerdem berichten wir über Dritte Welt im Supermarkt, faire Preise für braune Bohnen und katholische Machtgelüste, belastete Ökumene im Osten. Doch nun zur Frage, verstößt die Amtskirche Eugen Drewermann? Ivan Menne berichtet. Eröffnungsgottesdienst der Deutschen Bischofskonferenz im Dom von Fulda Ende September. Versammlung der Männer, die die Macht und offizielle Lehre der katholischen Kirche repräsentieren. Beamte in Sachen Glaubensverwaltung, die sich ganz dem Dienst und den Idealen ihrer heiligen Institution verschrieben. Das eigene Selbst, die eigenen Gefühle aber verdrängt, ja geopfert haben. So die Thesen des streitbaren Paderborner Theologen und Therapeuten Eugen Drewermann. Schonungslos hat er den Berufsstand der Kleriker in einem seiner Bücher analysiert. Seine Amtsbrüder fühlten sich attackiert. Jetzt drohen ihm Lehrverbot und der Ausschluss vom Priesteramt, wenn er nicht der Forderung seines Ortsbischofs nachkommt, seine Lehre in folgenden Punkten zu widerrufen: Jungfrauengeburt, Eucharistie, Priestertum und Abtreibung. Angesichts des Ultimatums trat Drewermann die Flucht in die Öffentlichkeit an. Ich schreibe und sage also, dass die Tötung eines menschlichen Embryos die Tötung eines Menschen darstellt und dass, wer solches tut, schwere Schuld auf sich lädt. Ich schreibe und sage aber auch als Priester und Theologe, dass ich Fälle kenne, in denen es unausweichlich scheint, schwere Schuld auf sich zu laden. Ist der Theologe zu weit gegangen? Mit diesem Bekenntnis hat er jedenfalls sein Priesteramt und die Abtreibungsfrage miteinander verknüpft. Wenn sich zum Beispiel zeigen sollte, dass es nicht möglich ist, Frauen in Verzweiflung, tragische Situationen des Lebens in der Kirche selber anzusiedeln, sondern dass die Antwort nur Exkommunikation lauten würde, dann müsste sich die Kirche fragen lassen, wie sie an dem Beispiel Jesu gemessen sich selber vorkommt. Das wäre sehr, sehr schlimm, weil wir hätten dann eine harte, richterliche, im Grunde gegen die Botschaft Jesu selber gerichtete Kirche, die kann ich niemandem wünschen. Wie ein roter Faden zieht sich Kritik an den festgefügten Normen der Kirche durch fast alle Veröffentlichungen des Vielschreibers und Erfolgsautors Drewermann. Statt den Menschen durch Religion zu unterwerfen, möchte er befreien. Statt Verurteilung will er Versöhnung. Seine Thesen lösten immer neue Kontroversen aus. Vor allem seine tiefenpsychologische Deutung der Bibeltexte stieß auf heftige Ablehnung. Doch unter den Gläubigen hat Drewermann viele Anhänger. Wenn er spricht, sind die Vortragssäle stets überfüllt. Als ob es nie sich selbst bedeute.
Vielen Kirchenmännern ist die Psychoanalyse immer noch verdächtig. Drewermann hingegen hat sich längst auf den Weg ins Unbewusste gemacht, um Verschüttetes freizulegen, zum eigentlichen Kern vorzudringen, die Seele aus ihren Verstrickungen, aus Abhängigkeit und Schuld, vom Käfig der Kindheit zu erlösen. Die Richtung gibt Sigmund Freud an. Mit den Mitteln der Traumdeutung, der freien Assoziation und der Analyse verdrängter Kindheitserlebnisse versuchte er, seelische Störungen zu heilen. Doch Drewermann ist Theologe. Er möchte helfen, Antworten zu finden, die über die Couch hinausweisen. Wir Menschen können vor vielen Gefährdungen in der Welt Angst haben, aber am meisten haben wir Angst vor uns selber. Vor der Tatsache, frei zu sein, ein Individuum zu sein und alles vertun zu können. Und das Wissen, dass wir sterblich sind und eigentlich keine Notwendigkeit besitzen. Das Erscheinen des Buches Kleriker 1989 verschärfte den schon lange schwelenden Konflikt zwischen Drewermann und seiner Kirche. Denn hier beschreibt er das psychische Selbstverständnis und damit auch das Machtverständnis der Kleriker. Uniformität sei gefordert in einem System von Befehl und Gehorsam. Die Nachfolger Christi sollen sich unterordnen bis zur Selbstaufgabe. Prominentes Beispiel, Kardinal Meißner und seine Berufung nach Köln. Gegen eigenen Wunsch. Ich habe nie meine Eltern gefragt, wie das zugegangen ist, als sie mich ins Dasein gesetzt haben. Das ist mir im Grunde genommen egal, was diesbezüglich gelaufen ist. Wenn ich die Berufung durch den Papst bekomme, hat das für mich eine religiöse Dimension. Was inzwischen zwischen dem Heiligen Stuhl, Domkapitel und den Partnern des Konkordates gelaufen ist, interessiert eigentlich nicht den, der dann als Ergebnis bei dieser Prozedur herauskommt. Für Drewermann ein Exempel klerikaler Gleichgültigkeit und Gefühlsfremdheit. Ich leide seit 22 Jahren, seitdem ich selber Priester bin, an der Differenz, die wir als Stand gegenüber dem Vorbild, dem wir eigentlich nachfolgen sollten, der Person Jesu von Nazareth, aufbringen. Jesus selber war kein Beamter. Er lebte quer durch die Institutionen. Er war Menschen nah und redete ihnen aus dem Herzen, völlig unkonventionell, undogmatisch. Einfach so, wie es immer um Menschen stimmte. Und wenn er auf Menschen zuging, hatte er die wunderbare Gabe, dass es hinter den Stirnen sich begann, gegen alle Angst zu ordnen. Hauptwidersacher im Streit um Drewermann, der Ortsbischof von Paderborn, Joachim Degenhardt, rechts im Bild. Seit über einem Jahr droht er Drewermann nun schon mit Einsetzung eines Lehrverfahrens, jetzt sogar mit dem Ausschluss vom Priesteramt. Zur Begründung wartet er mit immer neuen Vorwürfen auf. Offenbar wünscht der Erzbischof die Eskalation des Konflikts. Ein Interview gewährte er nicht. Deshalb ein Ausschnitt aus einem Statement vom vergangenen Jahr. Aus seinem Buch Kleriker, glaube ich, beanstanden zu müssen, sein Menschenverständnis, sein Priesterbild, auch sein Bild von der katholischen Kirche. Ich halte das für so einseitig und zum Teil auch für falsch, dass ich der Auffassung bin, das kann er als Dozent an einer theologischen Hochschule so nicht schreiben oder sagen. Alle Lehren, die die katholische Kirche mir vorlegt, glaube ich treu und gewissenhaft. Aber meine Handlungen und Taten, ich füge hinzu, meine Gedanken, geschriebenen und gesagten Worte, widerrufe ich nicht. Seit Monaten bittet Drewermann den Paderborner Erzbischof um ein Gespräch, vergeblich. Deshalb sein Appell an die Bischofskonferenz in Fulda, einige Fragen zu seinem Fall zu klären. Die Bischöfe machten Formalien geltend und verwiesen Drewermann an seinen Ortsbischof zurück. Ich habe gehofft und hoffe, allerdings fast wieder besseres Wissen immer noch, dass die Kirche aufhören könnte, sich derartig im Wege zu stehen. Sie hätte der Menschheit wirklich was zu sagen, wenn sie sich nicht durch veraltete Strukturen immer wieder derart selbst behindern wollte. Würde Drewermann aus der Kirche gedrängt, der Schaden käme einem Flächenbrand gleich. Denn viele Katholiken haben erst durch den streitbaren Theologen ihren Weg zurück in die Kirche gefunden. Dieser Konflikt ist weit mehr als nur ein innerkirchlicher Theologenstreit, wird daran doch deutlich, wie viel Freiheit, Kritik und Widerspruch die katholische Kirche erträgt.